Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Ja, wir haben ein paar Kühe geschlachtet das letzte Mal. Ziemlich erfolgreich, aber angeblich stehen die alle ja unter Drogen. Aber wir können uns ein bisschen Fleisch holen und damit Geld verdienen und somit ja alles gut. Aber ja, hier hat die dann einen Auftrag für uns, also. Die armen Tiere hier haben den höchsten Preis für unsere Freiheit entrichtet. Sie sind Helden und Patrioten. Wir werden ihre Opfer ehren. Denn die Geschichte lehrt uns, dass jeder große Triumph mit einer Tragödie beginnt. Das stimmt. Es wird Zeit, mal etwas tiefer zu graben. Du fragst dich sicher wo. In der alten Goldmine. Daher kriegt die Regierung das Geld für diese ganze Operation. Ja, du hast gedacht, sie wäre geschlossen. Weil die Regierung das gesagt hat. Wer zum Teufel traut denn der Regierung? Ich sag's dir, das ist alles verbunden. Die sitzen da auf dem Zehnfachen von Fort Knox. Wir werden dieses ganze globalisierte Reich ins Wanken bringen und Amerika dem Volk zurückgeben. Diese Dämonen sprechen doch immer von einem Kollaps. Geben wir ihnen einen. Nimm diese Thermitladungen. Das ist dasselbe Zeug, das Tower 7 zum Einsturz gebracht hat. Kleb sie an alles Gold, das du findest. Die Lügner müssen weg. Ab in den Dreck, Baby. Wuhu! Was denn? Wartest du auf mich? Teufel, ich gehe in Ruhestand. Du hast doch alles gesehen. Die Scheiße wird mir zu viel. Schicht im Schacht. So, das heißt, wir dürfen das machen. Das ist ein Silo. Hier, vor unserer Nase. Du hast Mumm. Deck mich, bester Stelle. Krieger. Du machst dir nicht ins Fett. So. Kultisten da drüben. Wo? Oder was? Jetzt sind wir da hingeschossen. So, gleich haben wir's. Und da drin noch eine Kiste mit voller Waffen. Ach nö. Ist was? Zack. Zack, weg ist er. 10 von 14. Tada! Wunderbar. Das war mein so ein Anliegen, das Silo zu erledigen. Da ist eine Kiste. Da gibt's Munition. So ist alles gut. Was? War das einer von uns? Kasperl rennt da draußen immer drum. Da müssen wir hin. Wir haben hier ein Logbuch. Der gute Samariter, der Wittelmacher, Schicht im Schacht. Das wäre das. Könnten wir das mal machen. So, der gute Samariter, der ist da oben. Da gibt es ja noch keine Schnellreise hin, leider. Wir gehen da hin. Ich hätte echt sterben können. Ja, wie ich auch. Freund. Ich auch. Der fährt wieder weg. Ein Blutbad angerichtet. Unmenschlich, was die Haufen. Echt unmenschlich, was die Seeds hier so erledigen. Da. Durchführen. Achtung! Peggy's! Ich hab grad keine gute Munition dafür. Hätte ich die gute Munition dafür gehabt, hätte ich den Truck erledigt. Aber ja, es ging nicht. Gut, da ist ein Schwanderl. Auf gut Deutsch müssen wir aufpassen. Deputy, hier ist Pastor Jerome. Sei vorsichtig, wenn du zur Schweinefarm der Woodsons kommst. Wenn die Sektenleute dich sehen, töten sie die Geißeln. Du musst leise angreifen. Das erhöht ihre Überlebenschancen. Diesmal lief's ganz okay. Ja. Da sind zwei, okay. Da ist einer. Alter. Ich suche eine bessere Position. Den da drin kann ich. So, die zwei wird's haarig. Der da drin ist kein Problem, glaube ich. Sie werden dieses Feuer nicht löschen können. Sie werden euch nicht eure Sünden erlassen. Die Sache ist, wenn da noch einer ist. Nicht aufgeschmissene. Gib mir
Okay. Wenn Sünden nicht mehr geheilt werden können, entsteht Schmerz. Jetzt kommt das Feuer. Es wird eure sündigen Herzen von der Erde tilgen. Ich suche eine bessere Position. Zack. Drin gibt's noch einen, verdammt. Das hätte ich's nicht gewusst. Das Einzige, was man mit so einer Seele machen kann, ist sich zu verkennen. So. Feindkontakt! Augen auf! Wenn Sie sehen, gib mir der Kuh nicht gerne. Ist weg. Die Sünder, wo sie hingehören. An die Seite des Vaters. Tschüss. Verdammt. Zurück, Feuer! Ich kann unschuldig getötet, aber. Blöd gelaufen. Ist halt blöd gelaufen. Verdammt. Schon mal Nummer 3 zusammenbringen. Eins. Ich bin mit einem Kumpel am Copperhead-Bahngelände herumgeschlichen. Ich sagte, sammelt da tonnenweise mit. Zwei. Danke für die Hilfe. Wir müssen weiterkämpfen. Es fehlt mir einer. Bitte was? Wer schießt denn da? In Bewegung. Ich suche mir eine bessere Stelle. Weg. Den Kopfschuss habe ich gesehen. Ich auch. So. Ausgezeichnet, Deputy. Genau solche Aktionen befeuern den Widerstand. Dank dir erstarken diese Leute. Es ist wie bei David und Goliath. Du inspirierst die Leute zur Courage. Mach weiter so. Bitte immer gerne. Sichere die Schweinefarm. Hätten wir das. Zack. Sehr gut. Machen wir sowieso. Es bleibt uns nichts anderes über. Als dass wir voll sind, weiter beschützen. Was? Die verstreute Herde? Die Herde vom Bösen bewahrt und nun schlagen wir zurück mit der Stärke der göttlichen Faust. Menschen aller Schichten haben sich dem Widerstand angeschlossen und wollen der Ungerechtigkeit ein Ende setzen. Und mit dir haben sie ihren Hirten gefunden. Aha. Wenn wir jetzt auch eine Sekte, oder wie? Alles klar. Die Entsühnung ist der letzte Schritt, um das Wort des Vaters im Herzen zu akzeptieren. Unsere Sünden, endlich offengelegt, können nun entfernt werden. Befreien wir unsere Seelen und Herzen. Der Schmerz der Entsühnung ist immer relativ zur Schwere der Sünde. Und dank dir, Deputy, wiegen die Sünden des Widerstands wirklich schwer. Ihr werdet büßen für die Taten des Deputies. Ihr werdet alle das Wort des Vaters in eurem Herz annehmen. Aha. Ihr werdet alle Ja sagen. Nö, werden wir nicht. Aber egal. Nö, werden wir nicht, so. Freunde der Feind. Alter. Seid ihr wie uns. Alter. Egal wie das hier ausgeht, wir sind dir dankbar für alles, was du getan hast. Wenn sie nicht so gruselig wäre. Einfach über den Haufen gefahren. Hast du was Gutes gefunden? Ich bin durch meine Waffe eintauscht, das geht mir auf den Nerven. Sind jetzt nicht mehr haber, egal.
unten, ja, ist uns egal. Da waren wir. Da hätten wir Sekten aus dem Posten. Ah, ah. Hier, so Logbuch. Der Witwenmacher. Wo ist der Witwenmacher? Auf der Karte. Da ist der Witwenmacher, aber das wäre doch näher. Naja, der Witwenmacher wäre näher. Das ist die Straße runter rechts. So. Ach, ist jetzt doch unfähig, alle. Fahrt's Autos wie gesenkte Säue. So, wir gehen da runter und dann links, dann sind wir unterwegs zum Witwenmacher. Jetzt wollen wir irgendwie zurückholen, so. Jetzt haben wir die Waffe und diese. Gib mir Deckung, ich geh ein. Was sieht uns? Da unten ist einer. Mein Kontakt. Alles klar, warum ist da unten einer? Haben wir da nicht schon? Das gibt's doch gar nicht. Auf die Entfernung treffe ich den nicht. Egal. Wir gehen auf jeden Fall davor zum Witwenmacher. Es ist mein Anliegen, den jetzt zu erledigen. Den Witwenmacher. Schauen wir mal. Können wir nicht herstellen? Ja. Habe ich das nicht vorher schon gemacht? Passt. Okay, der Fusi. Die Sekte hält den Witwenmacher beim Getreidehieber versteckt. Du wirst da bestimmt auf Peggys treffen, also sei vorsichtig. In Bewegung. Ich werde nicht bestimmt auf Peggys treffen, ich werde auf Peggys treffen. Das ist jetzt schon vorherzusehen, weil da stehen schon drei. Und? Ich sehe Fährteiler. So. Das heißt, wir gehen ein bisschen außen rum. Einfach nur um. Ha! Der war geil. So wirklich ein Schuss, ein Treffer. Ruckelt hier ein bisschen, aber es geht. So. Okay, ich nehme den nächsten. Den hätte ich. Den hätten wir. Ach. Na bitte. Ist doch gut gegangen alles. Besser als gedacht. Schön wohl. Das Flugzeug taugt mir nicht. Nee, der hat uns. Ich glaube, der hat uns, der Flieger. Das Ziel gesichtet. Hole mir das Ziel. Naja. Ortswechsel. Gehen eh schon. Deck mich. Wechsel Stellung. So. Jetzt können wir vorgehen, weil der Flieger ist weg. Es ist wohl mal wichtig, dass der Flieger Adieu sagt. Zack, gehen zum Witwenmacher. Ist einfacher. Hätten wir den nämlich auch erledigt. Endlich. Wir sind ja hier eh schon so weit. Das gibt's ja gar nicht, dass wir hier. Schaut sich das an. John's Regions haben wir fast die vollen Widerstandspunkte erreicht. Ist eine Kuh? Kusch. Oh, Entschuldigung. Fresse. Schimpfen dürfen wir nicht. Mal darüber, so. Wir haben Gesellschaft! Hat uns gesehen. So. Das ist eine Kirche. So.
Ist den da? Den im Schuss erledigen, dann ist gut. Dann ist nämlich der auch weg. Haben wir schon zwei weniger. Die anderen zwei sind zu weit entfernt. Dann bleib da. Jetzt steht ein MG da vorne, das ist kacke. Sonst sehe ich da aber eigentlich niemanden. Alter, da drüben ist eine John-Statue. Die kann man sicher runterschießen. Ich weiß, was wir das nächste Mal machen. Wieder eine weniger. Danke. Okay. Ist der schon drin da oder wie? Der ist weg. Jetzt ist eigentlich schon wurscht. Jetzt können wir da allen ballern. Jetzt ist es wirklich egal. Ich kann nicht, kommt da noch wer? Da haben wir schon alle erledigt. Ich kann jetzt gar nicht sagen. Schauen wir mal, was das war. Definitiv. Aber irgendwie kommt da keiner mehr. So. Haben wir gleich an die Wand genagelt. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da alle waren. So, weg. Ich hoffe, das explodiert da jetzt gleich. Nicht bin ich enttäuscht. Es wird Absicht so gesetzt. Bilden Hund. Okay, da oben müssen wir hin. Ich kann da ein bisschen umsehen. Alter, was die da führen! Ist ja unmenschlich. Jetzt komme ich in die Halle rein. Will ich das überhaupt? Das ist die andere Frage, ob ich das will. Alter! Unmenschlich, was diese Sekte hier aufführt. Geht mal ganz laut im Rücken runter. Wow. Ist echt schlimm hier. So, da drüben hätten wir das und da oben hätten wir einen Punkt durch Söller ins Lagerhaus gelangen. Da ist er. Der Witwenmacher. Ne, das war der falsche Knopf. Kohle. Sehr gut. Da lassen wir auf jeden Fall zu. Das ist der Witwenmacher. Was haben wir da noch als Punkt? Wespennest, Missionsziel. Finde das Versteck. Das machen wir noch. Ich will mal den mitnehmen. Gehen wir darüber. Ich will das Versteck finden. Da komme ich sicher rein irgendwie. Ich frage es nur wie. Muss ich irgendwie klettern? Und zwar von hier wahrscheinlich. Ja, halt den Mund. Da komme ich nicht hoch, okay. Da aber. Da komm her.
Zack. Da ist es. Danke. Da rein muss ich. Okay. Geht's von oben? Schau mal. Ich bin im Suchgebiet. Silo. Das wäre nur das Drittverletzte. So. Das bist du. Dachte mir, da kommt einer. Gehen wir ein bisschen auf der. Das kriegen wir's. Zack, offen. Da können wir nicht rein. Das geht nicht. So. Das Auto da muss jetzt weg. Sorry. Das halte ich nicht aus. Ja. Zack. Vielleicht hilft das ja. Es explodiert. Wenn nicht, ist weg. Ach, egal. Es geht trotzdem weg. So. Weg. Ah. Geil. Da hinten ist ein Silo. Das habe ich von hier gesehen, das holen wir uns. Bevor wir nämlich dorthin gehen, holen wir uns das Silo, weil dann haben wir das. Wenn wir uns herstellen, merkt sich aus, sehr gut. So, nachher holen wir uns den Witwenmacher. Das Silo muss weg. Dann haben wir nicht mehr so viele. Dann hätten wir das nämlich auch erledigt. Dieser Region. Neues Bauwerk der Sekte entdeckt, Silo. Ja, da gehen wir gerade hin, mein Freund. Silo ist unser. Da oben ist John Statue. Die möchte ich nachher noch machen. Das mal anlegen. Danke. 11 von 14. Geht's dahin? Da geht's dahin. Jones Region. Ja, das übernehmen wir mal. Wow. So, das beutelt's mich kurz ab, aber sonst geht's mir gut. Wow. Da 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 da. So, wieder rein mit uns. Wenn man nicht auf sich selbst aufpassen kann, wird man es hier nicht weit bringen. Geh auf jeden Fall mal zum Bitmacher. Ich will die Statue dann runterpumpen. Wir machen mal eine Witwenmacher und dann die Statue. Schauen wir mal, wie wir das lösen. So, ja. Zack, zum Witwenmacher. Da ist der Witwenmacher. Und beim Witwenmacher machen wir ein Päuschen. Und da möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei Far Cry 5 wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es jetzt Far Cry 5 für mich im Channel, bis dahin, danke und ciao.